Herzlich willkommen bei diesem Video zum Flächeninhalt des Parallelogramms. Hast du Lust, eine Reise zu machen? Dann los geht's! Wir fahren nach Hamburg. Dieses eindrucksvolle Gebäude hier trägt den Namen Dockland. Vielleicht ist es ja gerade deshalb so faszinierend, weil die Außenflächen die Form eines Parallelogramms haben. Mindestens genauso beeindruckt wie ich ist mein kleiner Bruder. Wow, voll cool! Da würde ich gerne wohnen. Ein bisschen weniger beeindruckt ist mein Vater. Naja, ich weniger. Wenn ich mir überlege, wie lange ich da Fenster putzen müsste, eine Reinigungsfirma zu beauftragen, ist vermutlich auch ziemlich teuer. Die verlangen 2 Euro pro Quadratmeter Außenfläche. Wie teuer wäre es wirklich, die Fenster dieser Gebäudeseite putzen zu lassen? Um zu wissen, wie teuer das wäre, muss man berechnen, wie groß der Flächeninhalt dieser Seitenfläche ist. Im Internet steht, dass dieses Gebäude 132 Meter lang und 25 Meter hoch ist. Schaffst du es, den Flächeninhalt dieser Gebäudeseite mit den Glasfenstern zu berechnen? Den silbernen Außenrahmen kannst du dabei vernachlässigen. Halte bitte jetzt das Video kurz an und versuche es. Schauen wir uns die Aufgabe jetzt gemeinsam an. Gesucht ist der Flächeninhalt dieses blau eingefärbten Parallelogramms. Das Foto brauchen wir also gar nicht mehr. Für den Flächeninhalt eines Parallelogramms gilt die Formel groß A ist gleich A mal HA. Die Länge des Parallelogramms beträgt 132 Meter. Klein a ist also 132 Meter. Die Höhe des Gebäudes beträgt 25 Meter. HA ist also 25 Meter. Um den Flächeninhalt zu berechnen, setzen wir einfach in die Formel oben ein. Groß A ist also 132 mal 25. Das ergibt 3300. Der Flächeninhalt dieser Gebäudeseite beträgt also 3300 Quadratmeter. Wenn man für einen Quadratmeter Außenfläche 2 Euro für die Reinigung bezahlen muss, würde das für diese Gebäudeseite alleine schon 6600 Euro kosten. Das ist wirklich ziemlich teuer. Cool finde ich das Gebäude trotzdem. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Video.